Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Entrouted. Wie ihr seht, bin ich bei 7 Stunden 35. Ich habe nochmal neu gestartet, denn wir haben im Livestream das Spiel uns auch genau angeguckt und einer der Entwickler war mit drin und hat dann angekündigt, es kommt nochmal ein Patch, der einiges behebt. Und deswegen haben wir hier einfach nochmal neu gestartet. Aber das ist nicht so schlimm, ich konnte ein bisschen Erfahrung sammeln und ich kann euch das Spiel auch vielleicht noch ein bisschen besser zeigen, als ich es in der ersten Folge konnte oder vom Spiel wusste. Ich habe mal die Grundlagen hingestellt, zwei Kisten mit sinnlos Fackeln und ein bisschen was zu essen drin und einen Bauhammer. Und hier habe ich so ein bisschen diese Grundmaterialien drin. Wir fangen an. Wir haben wieder die Aufgabe, diesen Schlafenden da hinten zu finden, in 502 Metern. Das ist hier die erste Quest, die wir haben, den schlafenden Überlebenden zu suchen auf der Karte. Aber erstmal will ich mir hier so ein bisschen kleine Grundlagen bauen an der Werkbank, nämlich zum Beispiel Werkzeuge. Also, wir fangen jetzt erstmal an und machen hier ein paar Fundamente. Dazu bauen wir grobe Steinblöcke aus dem Stein, den ich gesammelt habe. Dann seht ihr nämlich direkt, wie das Bausystem funktioniert. So. Kommt mir mal noch ein. Das müsste eigentlich reichen. Dann habe ich hier in die Kiste schon den Bauhammer gelegt. Den nehme ich mir jetzt mal hier raus. Und wir fangen an zu bauen. Wir gehen auf Tab und holen uns das Baumenü raus. Und jetzt gibt es hier Fundamente. Ich klicke mal kurz die Erklärung durch. In verschiedenen Größen. Wenn man die Tilt-Taste hält, das ist die neben der 1 oder über Tab, dann können wir hier durchschalten, also festhalten, mit dem Mausrad scrollen. Und dann kann man die verschiedenen Kategorien durchscrollen. Also man hat hier 1 Meter Blöcke, 2 Meter Blöcke, 4 Meter Blöcke und das Ganze nochmal als Dächer und so ein bisschen so ein Felsen, den man sich hinsetzen könnte, damit man halt so ein bisschen Deko machen kann. Jetzt nehmen wir erstmal Fundamente in 4 Meter Größe und machen uns hier jetzt erstmal eine kleine Grundfläche um unseren Altar rum, damit wir hier eine ebene Fläche haben. Dann können wir nämlich die Sachen noch umsetzen in den Kisten. Und ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen. So, jetzt wird der Stein schon langsam knapp. Aber ich glaube, das langt erstmal für das erste Starterhaus. Ne? Also ich denke, das ist völlig in Ordnung. So, dann haben wir Wände. Ich würde sagen, wir machen es so, dass wir den Eingang hier vorne in die Mitte setzen. Und jeweils ein Fenster. Oh, mir fehlt das Zeug, ja. Mir fehlt das Material wieder. Ich weiß nicht, wie viele Steine haben wir denn noch? Ansonsten können wir auch mal gucken, ob wir eine Spitzhacke machen können. Da müssten wir Garn herstellen. Wir machen mal ein paar Mal Garn, damit wir das schon mal haben. Dann machen wir uns jetzt eine Spitzhacke. Außerdem die Holzfäller-Axt. Wir werden gucken, dass wir uns ein Shirt machen. Da brauchen wir noch zwei Stofffetzen. Die müssen wir erst besorgen. Das ist in Ordnung. Was brauchen wir denn noch? Winzige Truhen. Da würde ich jetzt auch nochmal zwei herstellen, damit wir die hinten schon mal aufbauen. So, Werkbänke fangen wir hier an. Stellen wir hier links hin. Dann setzen wir die Werkbank gerade mal um. Aufheben. Und setzen die hier so nebenhin. So, kommt hier in die Ecke hin. Und dann nehmen wir hier die Kisten und bauen die übereinander. Das bietet sich einfach an. So, dann gehen wir hier in die Kiste und nehmen erstmal den ganzen Kram aus, den wir hier schon gesammelt haben. Das sind so die Grundbaumaterialien. Die packe ich jetzt hier in die obere Kiste rein. Zack. Dann können wir auch diese Kiste wieder aufnehmen. Und setzen die hier neben. Dann können wir uns wie so ein kleines Lager hier hinsetzen. So. Dann haben wir Waffen und Essen. Da machen wir in den unteren Bereich. Machen wir die überflüssigen Fackeln und so weiter. Und den Bauhammer. Den brauchen wir erstmal nicht. Auch das Baumaterial brauchen wir nicht. Essen machen wir hier rein. So, und hier unten in die Kiste machen wir Nahrung oder beides setzen wir oben drauf. Nehmen wir die wieder auf und setzen die hier auch drauf. So, machen wir in die obere Kiste, machen wir die Nahrung, die wir noch nicht verkocht haben. Den Rest nehme ich mit. Und ich würde sagen, wir ziehen los und besorgen mal ein bisschen Grundmaterialien, oder?
Oder wir können es vielleicht noch ein Schild machen. Da können wir ein bisschen besser blocken. Eine Betten. Oh, Betten können wir uns machen, oder? Dann können wir in die Nacht schlafen. Wir haben zwei Varianten. Wir haben eine mit getrocknetem Fell, das haben wir noch nicht. Und wir haben hier mit Garn und Stofffetzen. Müssen wir alles noch besorgen. Von daher, wir gehen jetzt erstmal los. Wir kommen auch mit dem Schwert ganz gut klar. Wir müssen ja nicht sofort alles haben. Erstmal ein bisschen Stofffetzen besorgen. Grundmaterial. Und dann kriegen wir das schon. Übrigens, wenn ihr Steine sucht am Anfang, die liegen hier sehr gut am Rand des Abhangs. Also wenn ihr nach Steinen suchen wollt, lauft einfach mal so ein bisschen die Klippe entlang. Da liegen sehr, sehr viele Steine. So, jetzt plündern wir mal das Lager. Da kriegen wir auf jeden Fall auch schon die ersten Ressourcen. Schlafen wollen wir nicht. Da ist die erste Kiste. Bandagen, yay. Wir lesen auch jede Nachricht. Denn ihr seht jetzt, es startet immer so neue Geschichten, wenn wir die anfangen. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, neu. Das ist mir vorher zumindest nicht aufgefallen. Aber ich mag mich auch täuschen. So, da haben wir noch eine Kiste. Ein Heiltrank, das ist auch sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir sortieren mal im Rucksack die Leiste. Wir machen mal die Abbauwerkzeuge hier rein. Und Tränke und so weiter hier oben hin, dass wir hier uns schnell durchheilen können, falls wir im Kampf sind und irgendwie angegriffen werden. So, in die Verderbnis, da können wir hier unten zumindest das looten. Und können uns direkt ein bisschen Holz besorgen. Da Harz brauchen wir nämlich, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Eine Fackel und eine Nachricht vom Hauptmann des Tages 20. Wir sind hungrig, muss die Brücke zerstören. Genau, die wurden angegriffen und die haben dann hier die Brücke praktisch kaputt gesprengt, damit die Feinde von da drüben nicht rüberkommen. Und hier geht's, glaube ich, direkt runter. Wollen wir da runtergehen? Ach komm. Wir sind doch mutig, oder? Oder wahnsinnig? Wissen wir nicht. Wir gehen direkt in den Miasma rein, in den Nebel. Und sammeln unsere ersten Ressourcen und Erfahrungen. Da haben wir schon die ersten Stofffetzen. Da unseren ersten Gegner. Das ist gut. Gucken, was wir noch zum Looten finden. Hier ist noch eine Kiste. Eisbolzen. Sehr gut. Irgendwelche Flüssigkeiten. Hiermit können wir, ich weiß nicht, ob ich das in der ersten Folge gezeigt habe. Es läuft ja oben die Zeit ab und wie sie da leuchtet, können wir praktisch die Zeit wieder verlängern. Um noch mehr looten zu können. Hier ist nichts. So, wir sammeln jetzt ein bisschen Holz, denn wir brauchen dieses Miasma-Holz. Oh, das hat mich jemand gesehen. Dem werden wir erstmal Bescheid sagen, dass hier ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Oh, ich glaube, wir haben ein neues Schwert gefunden. Kann das sein? Das ist, glaube ich, das Gleiche, was wir schon haben. Aber wir haben Ersatz dabei. Wobei das Schwert ja zu reparieren ist an der Werkbank. Sobald wir in der Werkbank interagieren, wird die entsprechend repariert. So, jetzt bauen wir hier Holz ab. Das brauchen wir nämlich zum Craften. Und wir hacken hier so ein paar Bäume weg. Das können wir auch plündern. Da gibt es Miasma-Flüssigkeiten. Und das Ding müsste uns auch Flüssigkeiten geben. Oder Saft oder sowas, ne? Ja, Miasma-Flüssigkeit, genau. Das ist auch eine Crafting-Ressource.
noch ein Steinchen. Und ich glaube, das Ding explodiert, glaube ich, wenn ich mich da nicht täusche. Mit Explosionen habe ich so meine Erfahrungen bisher im Spiel gemacht. Das klingt eklig, wenn man die abbaut. So, 1,58 haben wir noch Zeit. Das müsste eigentlich reichen. Also an Holz müsste das auf jeden Fall reichen, denke ich mal. So, wir verlängern noch mal kurz unsere Zeit. Vielleicht können wir hier noch was entdecken. Vielleicht hier hinten raus. Ich glaube, der Hinweis oben am Eingang des Tals hat ja gesagt, man soll nicht seinen Weg verlassen, damit man nicht überrascht wird. Na, die Musik ändert sich schon, ob das ein gutes Zeichen ist. Hier noch Bäume? Sehe ich nicht. Okay, pass auf, wir looten jetzt mal oben weiter. Und stellen uns erstmal ein bisschen Grundlagen her, wie ein bisschen Rüstung und ein Schild und so weiter, dass wir gescheit blocken können. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier rechts, da war ja dieses Lager, wo die ganzen Sprengfässer stehen. Die holen wir uns jetzt einfach mal. So, auf der Brücke müssen wir noch weitermachen. Da brauchen wir aber erst diesen Haken. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, verdammt. Ein bisschen Fell und ein paar Knochen. Kann nämlich einen Zauberstab herstellen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Knochen. Dann kann man nicht nur Schwert kämpfen, sondern auch mit einem Magierstab angreifen. Das ist ja interessant. Das wurde geändert. Das haben sie gepatcht. Sehr interessant. Hier konnte ich ja vorher hoch. Okay. Oh. Und nu? Darüber. Die haben das gepatcht. Ich komme hier nicht mehr hoch. Weil wir den Haken brauchen. Aha. I see what you did there. Na gut. Dann kümmern wir uns um die Ressourcen, um den Haken zu besorgen. Weil da bin ich ja noch hochgelaufen über den Felsen. Und das ist wohl im Patch geändert worden. Ja, ist auch ganz sinnvoll, weil da oben kriegst du doch relativ schnell auf den Deckel. So, noch ein paar Beeren sammeln. Da können wir auch hier ein paar tote Bäume noch umhacken für Holz. Und wir können Erde und so weiter besorgen. Das Ding hier, das sind ja schon abgedörrte Bäume. Ausdauer fehlt. Okay, kommt. Kommt, tick, 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 tick. Und go. Da ist noch ein Verdorter. Ich glaube, die wachsen sowieso nach über die Zeit. Komm, du kriegst eine Beere. So, das sollte erstmal reichen. Und Ressourcen. So, ein bisschen Stein bräuchte man. Da können wir eigentlich rein tackern, oder? So, da gehen wir rein.
Ich finde das so cool, dass man die komplette Welt umbauen kann und abbauen kann. Finde ich fantastisch. Also man könnte ja zum Beispiel an der Felswand anfangen und sich praktisch ein Loch in die Basis basteln, ein Loch in die Wand basteln, um dort eine Basis drin aufzubauen. Man kann ja dieses Dorfzentrum da, die Flamme, kann man jederzeit versetzen. Oder beziehungsweise wieder abbauen, wieder neu aufbauen. Ja, die Ausdauer fehlt einfach. Aber wir haben jetzt ein bisschen Stein. Wie viel haben wir denn jetzt? 45 Stein haben wir schon. So. Sehr gut. Also 45 wird jetzt nicht reichen, um hier große Bauten zu machen, aber ich will zumindest gerne hier ein Dach über die Hütte setzen, damit wir nämlich den Komfort kriegen. Weil wenn wir hier am Feuer stehen, sehen wir oben links diese Anzeige. Komfort Level 5, Wärme und geschützt. Wir sind derzeit nicht geschützt und das sollten wir auf jeden Fall ändern. Deswegen wäre das jetzt mein Ziel, dass wir hier... Den Bauern mal nicht dabei, nee. Wo hat man Essen drin? Da hat man Essen drin. Dass wir das entsprechend ausbauen. So, der Pilz, dann machen wir ein paar Beeren rein. Haben wir noch was zu essen? Ne, das ist ein Baumaterial. Und die Fackeln packen wir noch weg. Wo hatten wir denn? Hier unten. Und Schwerter. Aber ich glaube, die sind alle gleich. Ja. Dann brauchen wir die auch nicht mitnehmen. Und hier oben können wir Material reinlegen. Ein bisschen Erde, ein bisschen Leder, Knochenstöckchen Holz. Harz haben wir geholt. Genau, da müssen wir noch Harz besorgen. Da müssen wir noch ein paar Bäume wegtackern. Hier haben wir Eisbolzen. Das gehört eigentlich zu den Waffen. Deswegen würde ich die hier reinmachen. Bis wir uns einen Zauberstab machen. Dann fälle ich jetzt noch mal ein paar Bäume wegen dem Harz. Da kommt ein Harz. Sehr gut. Okay, und noch irgendeinen nehmen wir den hier. Ausdauerrecken. Was war das? Holz? Oh, meine Axt ist gleich kaputt. Wir müssen mal kurz an die Werkbank. Mache ich jetzt auch, oder? Dann können wir den Baum tackern wir noch um. Und kein Harz dabei gewesen. Das ist belastend. Okay, warte, dann nehmen wir den hier. Da beobachtet uns ein Hase da links. Mama, was macht der Mann da? Macht er den Wald kaputt? Wieder kein Harz. Na, das gibt's ja wohl nicht. Ups. Völlig außer Atem, der arme Kerl. Wieder kein Harz, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich hier bald 5000 Holz abgebaut und ich kriege kein Harz hier raus. Ist das vielleicht diese Bäume? Da ist Harz. Oh nice, ja, das sind die Nadelbäume. Alles klar, verstanden. Sehr schön. So, dann machen wir ein paar Wände und machen ein hübsches Dach hier drauf, oder? Und vor allem bauen wir ein Bett. Das wäre auch wichtig. So, wir haben repariert. Bauhammer haben wir schon hergestellt. Der Bauhammer befindet sich hier. Dann haben wir das bisschen Stein. Dann machen wir uns jetzt noch ein bisschen grober Steinblock. So, mal gucken, ob das reicht. 1220 Steinblock. Das ist doch schon mal ordentlich. So, wir wollten hier links und rechts ein Fenster machen. Das machen wir auch. Sehr schön. Dann machen wir hier Wände hin. Guck mal, ist die richtige Zeit, um hier Wände draufzusetzen. Zack.
So, dann haben wir da. Dann machen wir... ein Fenster hier vorne hin. Ja, machen wir hier noch eine Wand. Hier sind eh die Kisten. Und da noch ein Fenster. So, jetzt müssen wir da drauf noch ein Dach setzen, um ein Dach zu machen. Können wir hier mal durchschalten. Hier unten auf Dächer nehmen wir die 4 Meter Dächer. Und dazu brauchen wir aber Dachblöcke. Und Dachblöcke haben wir bis jetzt nur die Pflanzenfasern, aber das ist ja nicht schlimm. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir brauchen. Wir machen erstmal 8000. Und schauen, dass wir hier die Dächer machen. Also wir brauchen diese Eckstücke. Yep. Dann eine gerade. Dann machen wir hier noch Eckstücke hin. Wir machen jetzt erstmal so einen Kasten. Schön bauen kann man immer noch. Außerdem ist es eine Demo. Da muss es praktisch erstmal sein. So. Zack. Und da noch. So, jetzt brauchen wir noch einen Deckel hier drauf. Da kommen wir aber nicht hoch. Oh, wir haben auch keine Blöcke mehr. Dann machen wir nochmal... Ich weiß nicht, wie wir brauchen. Aber wenn wir jetzt ein Dach setzen, brauchen wir 64. Das passt, ja. Muss mir nur kurz eine Leiter machen, damit wir hier auf das Dach raufkommen. Sonst kommt man nicht da hoch. So. Ist ja nur vorübergehend. Einmal. Zweimal. So. Jetzt bauen wir noch das Ding hier ab. Und eine Tür brauchen wir noch. Ne? Fenster sind zwar auch hübsch, aber eine Tür wäre natürlich auch was Hübsches. Betten, Lichtquellen, Türen. Da brauchen wir zweimal Garn. Und machen noch eine Tür. So. Fensterläden können wir auch noch machen. Ich weiß nicht, ob wir das Material dazu da haben. Fenster. Nur mit Holz. Okay, wie viele Fenster haben wir? 5, glaube ich. Machen wir 5. Einmal. Dann zieht es auch nicht so. So. So, jetzt haben wir noch Fenster. Ein Bett. Ein Bett wäre noch schön, um gescheit schlafen zu können. Zäunestühle, Betten. Brauchen wir noch 3-mal Garn. Und ein Bett. Und die hier. Herstellen. So, wo machen wir das Bett hin? Da haben wir Werkbänke. Dann will ich hier hinten vom Fenster schlafen, oder? Hier in der Ecke ist gut. So stellen wir das hier hin. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch ein Feuer. Obwohl, das Feuer schützt uns ja, ne? Ja, jetzt sind wir auf Level 11. Und ich lege mich ins Bett. Nach getaner Arbeit. Ah. Wärme ist hier nicht. Nee, die Wärme kommt nicht an. Wir müssen das Bett ein Stück versetzen. Nein, steh auf. Du sollst aufstehen. Wir müssen das Bett um 1 versetzen. Dann machen wir es doch hier. Komm, wir machen es hier ans Kopfende. Fertig. So, jetzt schlafen wir mit Level 6. Also wir haben jetzt Wärme, geschützt und Komfort. Sehr gut. In unserer kleinen, quadratischen, praktischen Hütte. So, dann packen wir das Baumaterial erstmal wieder weg. Das brauchen wir später wieder. Dann packen wir den Bauhammer und hier die Blöcke weg. Und wir gucken mal, ob wir uns eventuell ein Hemd machen können. Fetzen. Brauchen wir nochmal Garn. Machen wir mal 6 Stück. Mal gucken, ob das langt. Also ein Hemd. Eine Hose. Und keine Stofffetzen. Okay, na gut. Laufen halt barfuß. Das passt schon. Gehen wir auf den Charakter. Geben ihn in einem Hemd. Dann, was hatten wir noch? Ach, eine Hose hatten wir schon oder hat die mehr? Ah, die hat 11. Okay, verstehe. Okay.
Der hat auf jeden Fall mehr Schutz als das, als den Latz, den wir die ganze Zeit dabei hatten. Sehr schön. Das ist... Nee, das ist 11. Moment. 0. Abgenutzte Hose. Den hier. Ausrüsten. Jetzt haben wir es an. Alles klar. Machen wir langsam, machen wir es richtig. So, jetzt ist die Nuller und die können wir nur... Ja, die hat halt nichts, ne? Die können wir auch löschen. Wollen wir nicht unbedingt aufheben, den Kram, ne? So, Garn machen wir da rein. Holz, Äste und Harz. So, wie sieht's aus? Wir brauchen ja den Haken, um zu dem Typen darüber zu kommen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 4 Metallschrott. Die sollten wir uns auf jeden Fall noch besorgen. Jetzt auch gerade Tag geworden. Noch ein paar Pflanzenfasern. Hier bräuchten wir noch ein Garn für den Gleiter. Das ist gut. Das können wir noch herstellen. Dann können wir uns hier den Gleiter bauen. Nice. Und den rüsten wir auch direkt aus. Der kommt beim Charakter hier unten auf das Feld. Hier haben wir Haken, hier haben wir Gleiter. Ich gehe davon aus, dass im Laufe des Spiels dann noch andere Level dazukommen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir schweben können. Cool. So, wir brauchen noch Metallschrott. Guck mal, von dem Haus von außen. Sieht doch schon mal quadratisch praktisch gut aus, oder? Na gut, ist immer relativ, aber... Schönborn geht immer noch später. Spätestens, wenn die Vollversion da ist. Wir haben ein Bett, wo wir schlafen können, wo wir uns ausruhen können. Das ist doch das Wichtigste. So, Metallschrott. Wo gehen wir am besten hin? Ich glaube, hier hinten in dem Gebiet, wo wir gestartet sind, da hinten ist noch Nebel. Und ich glaube, da waren Gegner und die könnten Metallschrott haben. Ah, warte mal, ein Schild wollte ich mir machen, oder? Da gucken wir noch mal gerade, wie ein Schild funktioniert. Ob wir das überhaupt schon machen können. Waffen. Da, Schild. Ein Garn. Das kriegen wir doch hin. Ein Bogen. Auch mit einem Garn. So, dann haben wir zumindest schon mal einen Bogen. Und ein Schild. So, Moment. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das wieder ausrüsten. Haben wir auch ausgerüstet. Und einen Bogen haben wir auch ausgerüstet. Jetzt brauchen wir nur noch Pfeile. Hat man Pfeile gefunden schon? Nee, wir haben diverse Dolche gefunden und die Eispfeile für den Zauberstab. Aber das Zaubern ist nicht so meins. Können wir vielleicht später mal ausprobieren. Ich schau mal. So, jetzt gehen wir mal hier vorne in den Nebel und gucken, ob da noch ein paar Gegner sind, die uns vielleicht ein paar Eisenteile geben. Da höre ich schon was knurren. Wo ist er? Da. Nee, waren nur ein paar Fragmente. Schon wieder raus, okay. Hier kriegen wir übrigens auch das Holz, würde ich mal sagen. Wenn wir das hier abbauen, dürfen wir auch das Holz bekommen, was wir unten extra gesammelt haben. Ja. Nee, Holzscheite sind das. Das ist nicht das große, gute. Ah, der geht's in die... Oh. Zum Ende der Folge in die Tiefen. Okay. Hier ist sehr dunkel. Hallo, guten Abend. Darf ich kurz Ihre Krypta zerstören? Oh, jetzt sehe ich nichts. Fackel an. Na, das Ding explodiert, da bin ich mir sicher. Da bleiben wir erstmal weg von. Dahinter sind aber Kisten, oder? Aber ich will jetzt nicht sterben, das ist doof. Oh ja. Schätze und Geheimnisse in der Tiefe. Ein Schwert, okay. Naja. Ich hätte jetzt mehr erwartet, aber was soll's. Gucken, ob das Dick... Ist okay. Kein Problem. Okay, wir haben es entschärft.
raus aus dem Keller. So, ihr Lieben, wir haben schöne Grundlagen geschaffen, muss ich sagen. Wir haben eine kleine Hütte gebaut. Wir brauchen noch Eisenfragmente, damit wir den Haken bauen können. Das kriegen wir aber alles hin in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die zweite Folge von Enshrouded, der Demo. Wenn ihr Bock habt, probiert es bei Steam aus. Jetzt kam ein Patch, der auch noch einiges behoben hat. Ich freue mich auf weite Runden und vor allen Dingen auf die Vollversion. Das ist, ich will das unbedingt spielen. So, ich verabschiede mich mit Haus im Hintergrund aus dieser Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.